Deswegen war ich in einer geschlossenen Sphäre gespawnt. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Jetzt ergibt hier alles... Ah, guck mal. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Grounded im neuen Blümchen- und Bienchen-Update. Und ich habe da draußen schon wieder eine Biene nuckeln sehen. Am Löwenzahn. Meine lieben Freunde, ich habe noch mal ein bisschen nachgelesen, was es jetzt so noch Neues gibt, was ich vielleicht noch mal übersehen haben könnte, damit wir ein kleines bisschen gezielter auf die neuen Sachen mal gehen können. Es soll jetzt tatsächlich möglich sein, aus Weevil-Teilen, ja, Weevil-Nasenteilen und so, einen Schild herzustellen. Das müssen wir mal ausprobieren tatsächlich. Wir haben doch hier Weevil-Teile. Jetzt bin ich mal gespannt. Und ich höre die ganze Zeit jetzt die Bienchen um mich rum surren. Genau. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns die Grounded-Updates wieder mal anschauen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, meine lieben Freunde. Und wenn ihr nicht wisst, was Grounded ist, rechts oben ist die Playlist verlinkt. Könnt ihr gerne nochmal reinschauen, wenn ihr nicht mehr so richtig wisst, was das hier alles so ist, was wir hier machen. Genau. Und jetzt wollte ich mal gucken hier. Rüstungskleber müssen wir mal wieder machen, auf jeden Fall. Meine Rüstung fällt sonst irgendwann mal auseinander. Und ja, warte mal, was ist das Werkzeug dann eigentlich? Der Weevil-Schild. Nee, es müsste ja eigentlich Werkbank-Ausrüstung sein, ne? Aber irgendwie... Irgendwie ja nicht so, ne? Irgendwie ist da ja kein Weevil-Schild. Muss ich vielleicht jetzt auch eine neue Crafting-Station zufällig bauen, irgendwie für manche Sachen? Weil irgendwie... Knochendreizack... Ist das eine Biene? Ich hoffe, es ist eine Biene, die da gerade ankommt. Klingt echt wie so ein Hubschrauber, so ein bisschen, ne? Ich hoffe, hier kommen keine Moskitos vorbei. Genau. Apropos Tiere, die vorbeikommen, beziehungsweise die wir uns mal angucken wollen. Neue Tiere. Es gibt ja jetzt auch Glühwürmchen. Und die haben wir ja noch nicht gesehen. Jetzt wird es ja gerade dunkel. Jetzt will ich mir das mal anschauen. Warte mal. Wir gehen jetzt mal... Ich habe da gerade irgendein Tier gehört. War denn das? Ich glaube, die Biene war das. So eine Vermutung. Genau. Wir gehen jetzt nochmal zurück zu unserem Turm da hinten. Oder eigentlich... Warte mal. Ups. Nein, falsch. Aua. Das war schon wieder richtig schlau. Ich muss ja in die Richtung. Ach ja, ich bin immer noch nicht so ganz wieder drin hier in dem Wahnsinn. Ah, nein! Nein, ich habe ja kein Dings zum... Oh, scheiße. Ich habe ja keinen... Oder? Ich habe den mir noch nicht reingezogen, den Gleiter. Ich muss ihn mir doch auch reinziehen. Ach, Spielbär. Muss ich auch was reinziehen, Mensch. Kann aber nicht wahr sein hier. Jetzt hier. Nein. Oh Gott, ich sterbe hier gleich noch auf meinem eigenen Turm. Da muss ich wenigstens nicht weit laufen, um mein Zeug zu holen. Nein, scheiße, ich bin wieder zu weit oben. Aber weißt du was? Eigentlich können wir auch hier oben stehen bleiben, wenn es darum geht, rauszufinden, wo wir hier Glühwürmchen noch finden. Weil, also meine Theorie ist immer noch, dass wir die Glühwürmchen eigentlich von Weitem sehen müssten. Und I shit you not, da hinten ist ein Moskito oben drauf. Bei dem Vogelbecken. Also jetzt müsste es ja gleich dunkel werden. Jetzt will ich nochmal schnell ins Inventar gucken. Crafting technischerseits, Herstellung. Ich gucke jetzt nochmal genau hin. Vielleicht muss ich auch nochmal die Weevil-Teile analysieren, damit ich das kriege. Oder, ah, das kann auch sein, vielleicht muss ich das beim... Vielleicht muss ich das kaufen. Bei Burglar. Das kann sein, dass ich manche Sachen nur bei Burglar kriege. Ich mache mir jetzt hier nochmal Rüstungszeug. Solange es noch halbwegs hell ist, machen wir das jetzt mal. Das war gut. Das war sehr gut. Also wir brauchen Spinnenfäden und Bärenleder. Dann mache ich mir nämlich mal den Kleber Stufe 2. Okay, einmal konnte ich das jetzt machen. Habe ich nicht noch irgendwie Spinnenseide hier zufällig? Nee, ich muss mal wieder... Warte mal, ich habe doch hier Nester. Also Spinnenfäden. Die sind doch hier direkt vor der Haustür. Ich hau die einfach mal kaputt, ein Schwarm. Muss aufpassen, dass ich nicht drin kleben bleibe. Genau, guck mal, Netzfaden. Ist doch nice. Hier komme ich irgendwie nicht so richtig jetzt...
Jawohl, 5 Netzfäden. Da kann ich noch einmal Rüstungskleber machen. Da kann ich nämlich mal meine Marienkäferrüstung mal komplett reparieren. Das muss auch mal sein hier. Guck mal. Jetzt müsste ich das doch machen können, oder nicht? Wenn ich jetzt hier mal sage, reparieren. Jawohl. Ich weiß halt nicht, ob das dann verschwendet ist, wenn die nur so, leicht beschädigt ist. Wahrscheinlich ist das voll die Verschwendung. Ich tue jetzt mal die Wievelnasen und die ganzen Teile hier, das packe ich jetzt alles nochmal hier rein. Ich habe echt keine Ahnung, ob ich irgendwie aus Wievel was bauen kann, ohne dass ich vorher nochmal zu Burglar gehe. Werden wir ja rauskriegen. So, jetzt. Oh, die Biene nuckelt. Hat die dann auch Pollen an den Füßen? Müsste die dann nicht eigentlich an ihren Füßen, müsste sie doch eigentlich dann Pollen haben. Die haben doch da so, Pollensäcke so unten dran an den, Füßen irgendwie. Also keine Ahnung. Ich bin jetzt keine Biene oder so. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen Ausschau halten hier. Jetzt wird's ja dunkel. Und Glühwürmchen. Also meine Definition eines Glühwürmchens müsste eigentlich so sein, dass man das nachts leuchten sieht. Oder abends, spätabends halt wenigstens. Seilrutsche verbinden? Hä? Kann ich die nochmal mit einer anderen Seilrutsche verbinden? Sehr interessant. Scheint ja zu gehen offensichtlich. Lol, wie die Biene da drüber fliegt. Also wo haben wir denn schon nach Glühwürmchen gesucht? Wir haben da hinten schon nach Glühwürmchen gesucht. Wir haben hier in unserem Bereich schon nach Glühwürmchen gesucht. Da beim Teich da rechts haben wir noch nicht wirklich gesucht. Da so. Ich gehe nochmal eine Etage höher hier. So, gucken, dass ich jetzt nicht da oben gegendötz. So, jetzt von hier. Guck mal, jetzt ist dunkel. So, jetzt müssten doch eigentlich die Glühwürmchen anfangen zu leuchten, oder nicht? Aber man sieht nichts. Ich schwöre. Oder das leuchtet so schwach, dass man es nicht sehen kann von Weitem. Irgendwas? Ach, das ist eine Biene gewesen. Warte mal, da links? Nee, ich dachte gerade, da links wäre irgendwas gewesen. Nee, das ist Staub. Das ist Staub, der durchs Bild fliegt. Ich muss mal wieder saugen. Also, ey, shit you not, ey. Ich weiß es nicht. Vielleicht spawnen die auch bei mir noch nicht. Keine Ahnung. Ich probiere jetzt mal was. Ich fliege jetzt mal hier so ein bisschen rüber. Mit dem Gleiter. Wir können ja mal so ein bisschen so darüber laufen. Jetzt. Hier summt irgendwas. Biene? Oh ne, das ist ein Mosquitsch. Vorsicht. Ich nehme mal ein bisschen weg. Ah! Ich will jetzt nicht unbedingt mich mit denen campeln hier. Ich nehme mal meinen Hammer schon mal raus. Ja, Glühwürmchen, meine lieben Freunde. Ich will ein Glühwürmchen sehen, verdammt. Die sind neu. Oder die sind wirklich selten. Das kann natürlich sein. Dass die einfach ganz selten nur vorkommen. Ne, warte mal, das brauche ich. Läusehonigtau. Ah, habe ich die geklaut, ja? Hier, warte mal, ich muss es zu mir nehmen. Better than starving, I think. Nom, nom, nom. Honigtau ist ja so ein bisschen so wie Honig. Hat's ja auch einen Namen, ne? Das sind die Weisheiten, die man nur hier hört, auf jeden Fall. Ihr habt das zuerst gehört, ja? Honigtau ist ja so ein bisschen was wie Honig. So, jetzt Augen auf, Herr Spielwehr. Nicht jetzt irgendwie hier verdengeln. Also wenn ich ein Glühwürmchen wäre, dann wäre ich irgendwo in der Nähe von dem Wasser wahrscheinlich. Waren hier nicht die Haufen, weil hier waren doch Spinnen ganz viele. Nehmen wir mal, hier gehen wir mal nicht so lang. Also ich finde es mit den Lichteffekten sieht irgendwie nochmal ein bisschen geiler aus als früher. Ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt haben, ne? Aber es sieht irgendwie gefühlt nochmal eine Idee geiler aus. Die haben echt nochmal... Kongo Bongo? Die haben bei dem, bei dem volumetrischen Licht haben sie noch mal ein bisschen eine Schippe draufgesetzt, finde ich. Oh, Spinnen, ahaha. Gott sei Dank sind die blind. Ja, ja, fauchen können sie, nur gucken können sie nicht. Aber eigentlich sind doch Spinnen voll krass, so was Sensorik angeht, habe ich immer gedacht. Ich habe immer gedacht, die sind bei jeder kleinen Vibration im Netz gleich am Start und... spinnen gleich ihre Beute ein und so.
Hey, wo falsch gedacht? Was zur Hölle? Oh Gott. Ah! Ich häng fest. Okay, jetzt. Jetzt müssen wir mal schauen. Also, ich hätte jetzt gesagt, die Glühwürmchen sind hier irgendwo. Pass mal auf, am Ende sind die im verseuchten Bereich. Was ist das? Ist das eine Biene? Ja, ist eine Biene. Vielleicht sind die da hinten. Mann, es kann doch nicht so schwer sein, so ein verdammtes Glühwürmchen zu finden in diesem Spiel. In diesem Insektenspiel. Ich habe schon alles mögliche an Krabbelzeug hunderttausendfach gefunden, aber dieses Glühwürmchen, vielleicht sind die irgendwo in so einem... Vielleicht muss man die erst befreien. Vielleicht hat irgend so ein schweinisches Kind die in so ein Glasdings reingemacht und vielleicht muss man die da draus befreien irgendwo. Aber dann wäre die Frage, wo ist dieses Glasdings? Ich hole mir jetzt noch eine Burglar-Aufgabe. Vielleicht kriegen wir ja die Aufgabe, irgendwie die Bienenteile zu analysieren. Eine muss man ja noch kriegen können jetzt. Burglar, gib mir eine Quest. Hast du irgendwelche Aufgaben? Nein, Spinnen fangt euch. Mann, was soll ich denn mit so einem Rotz hier? Kann ich nicht auch die Quests... Warte mal, ich kann die doch ablehnen. Guck mal, ich kann die ablehnen. Ja, Spinnenfangdolch lehnen wir mal ab. Das haben wir schon gemacht. Ich lehne jetzt alles ab, was wir schon hatten. Dann warten wir lieber einen Tag und gehen nochmal hierher. Würde ich sagen. Weil ich habe echt keinen Bock, immer dieselben Aufgaben zu machen. Mal davon abgesehen, dass jetzt ja auch neue Aufgaben geben müsste. Das war ja auch das, der Content vom Dezember-Update eigentlich. Da hieß es ja von wegen, ja, es gibt jetzt neue Aufgaben. Du kannst jetzt viel mehr machen. Ja, merke ich nicht so viel von, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, so. Aber gut, so viele Aufgaben habe ich jetzt auch noch nicht angenommen, ne? Hörte ich da gerade ein Zischen? So. Also man muss aber auch mal sagen, es ist auch nebliger geworden irgendwie. Also es ist nicht nur die Tiefenschärfe. Irgendwie habe ich das Gefühl, man sieht kaum was. Es ist irgendwie so ein Dunstschleier so. Überall. Und kein einziges... Warte mal, da hinten habe ich gerade irgendwas leuchten gesehen. Da oben. Moment. Gib mir mal hier noch den Saft. Die Kraft des Saftes. Da oben habe ich gerade irgendwas leuchten gesehen. Ganz kurz. Die leuchten ja auch nur so auf eigentlich. Die blinken ja... Die blinken ja eigentlich mehr. Die Glühwürmchen. Die leuchten ja gar nicht durchgängig, ne? Das heißt, man muss eigentlich so lange schauen, bis man... so ein kurzes Aufleuchten sieht, so ein Grünlicht, das ist das ja auch eigentlich. Und dann hinlaufen. Aber das ist nur so eine dumme Futz, die gegen so ein Knatt hier, der gegen ein Blatt gegenfliegt hier. Ja. Ja, das ist wohl nix hier. Ja, wenn ich ein Glühwürmchen wäre, wo wäre ich? Das ist so die große Frage. Oder vielleicht schlafen die auch permanent und man muss die aufwecken. Vielleicht sieht man die deswegen nicht. Weil, wie gesagt, Glühwürmchen ohne Paarungsdings leuchten ja eigentlich auch nicht, ne? Ist vielleicht wirklich so eine Glückssachengeschichte am Ende. So, jetzt nehme ich mir mal mein Atemgerät in den Mund. That should keep me safe. Und wir tauchen jetzt hier nochmal so ein bisschen ab. Weil ich möchte nämlich mal jetzt noch mal gucken, ob ich vielleicht spontanerweise den Eingang finde. Quatsch. Such einen Weg in die Tiefen des Teichs. Okay. Das ist eine Quest. Interessant. Oh. Hoppala. Das kann einen ja schon ein bisschen erschrecken, wenn da plötzlich dann der Karpfen hier neben einem ist. Der Koi. Warte, komme ich hier raus? Ja. Kann der mich eigentlich auch angreifen, wenn ich hier auf dem Blatt oben stehe? Weiß ich nicht. Ich fühle mich irgendwie unsicher, seitdem ich weiß, dass der mich jetzt in einem Haps wegtöten kann. Fühle ich mich irgendwie nicht so wohl mehr, muss ich sagen. So insgesamt. Ach, da ist Slimer wieder da unten. Kaulquappen sind auch wieder am Start. Hatte ich jetzt eigentlich das Messer noch? Ja, hier, warte mal. Rüste das mal aus. Hier statt dem dummen Degen da. Der Degen ist irgendwie dämlich hier. Dann nehme ich lieber schnell mal das Messer. Warte mal, da geht's rein, oder? Ha!
Ja. Hier gehen wir jetzt mal rein. Wir tauchen jetzt hier mal rein. Ach, Research Points. Gott, man sieht ja gar nichts mehr dann plötzlich. Aber so, nee, hier ist wieder dicht tatsächlich. Hier geht's gar nicht weiter. Hä, wo geht das denn dann da in das seitliche Labor rein da? Oh, Vorsicht. Ich glaube, ich tauche mal kurz auf. Ja, ich glaube, ich tauche definitiv mal kurz auf. Oh, hier ist gar nicht so viel mit. Nein, da kommt man ja gar nicht rauf. Ungünstig. Oh, der ist aber auch... Statt er sich mal festhält oder so, nee. Er glitscht einfach rum. Okay. Kein Plan, wie man da reinkommt. Ich sag's euch. Ich tauche aber jetzt trotzdem hier nochmal. Was war das? Moment, jetzt muss ich mal... Was ist da? Da stand irgendwas. Ekliges Wasser trinken. ekliges Wasser. Lecker, lecker. Das ist doch toll. Muss man mal... Man muss alles mal probiert haben. Was zum Teufel ist das? Hä, das ist... Ach, guck mal, das ist ein Spaten hier. Ah, ist das hier... Moment mal, was ist denn das? Hä? Was ist das? Ach, das ist vom Teichlabor, wa? Warte mal, wie bin ich da eigentlich nochmal reingekommen? Ha! Oh Gott. Nein, 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 nein. Lass mich. Hier, nimm dir die blöden Kaulquappen da. Aber irgendwie, sie kommt nicht so richtig hinterher, kann das sein? Ja, nun spring halt auf die Dings drauf. Gott. Wie er dumm ist einfach. Wenn man sich nicht mal irgendwie mal hochzieht oder so. Ja, ich hüpfe da mal so ein bisschen im Wasser rum. Nein, ich möchte jetzt nochmal ins Teichlabor. Vielleicht komme ich ja vom Hauptlabor in dieses Nebenlabor irgendwie rein. Wäre jetzt meine Vermutung. Das würde ich gerne mal irgendwie ausprobieren. Es ist natürlich praktisch, dass ich das nachts ausprobiere. Zugegeben, der... Ah, nicht schon wieder. Der ursprüngliche Plan war ja eigentlich, sich mal hier ein bisschen Zeug zu besorgen. Hä, das Ding ist ja wieder zu, das Labor. Hatten wir es nicht aufgemacht beim letzten Mal? Ich meine, wir hatten das aufgemacht. Ach, egal. Auf jeden Fall auf der anderen Seite müsste eigentlich da das sein, wo man abtauchen kann. Scheiße, ich habe keine Stamina mehr. Ich versuche sie mal ein bisschen abzuschütteln. Hier. Hier ist das Labor. Ey, warte mal, kann man da einfach rein? Nee. Ah. Hier müsste man, glaube ich, irgendwie aufmachen. Ah, was? Moment mal, habe ich das gerade richtig gesehen? Ist das gerade aufgegangen? Ja, warte, das geht ja von alleine auf. Na, lass mich rein. Ach, das ist überflutet, lol. Na toll. Oh, scheiße. Sauerstoff ist nicht so geil. Gerade. 8, 7. Nein, mach auf, scheiße. 4, 3, 2, 1. Hä, hatte man nicht erst Schaden gekriegt immer? Ach nee, das war bei Subnautica, oder? Nee. Hä? Hatte man nicht immer erstmal noch Schaden gekriegt vorher, bevor man gestorben ist? Ich glaube schon. Vielleicht haben sie das hier geändert. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr zugegebenermaßen. Das ist zu lange her jetzt. Das weiß ich nicht mehr, ey. Kann sein, dass ich mich jetzt irre da. Ach Mist. Das ist schon überflutet da. Aber hatte ich nicht irgendwie... Ich hatte doch irgendwas Besseres noch zum Atmen gehabt. Moment, jetzt muss ich mal nachgucken hier. Irgendwas hatte ich doch da gehabt. War es nicht sogar der Blasenhelm? Hier, das war doch das Ding. Warte mal, das kann doch nicht sein. Den muss ich doch noch haben. Ich weiß doch, dass ich den gebaut habe. Ich habe die doch alle ausprobiert, die Sachen. Wo ist jetzt mein Haus? Da. Ich habe das doch alles ausprobiert. Das muss alles noch irgendwie am Start sein. I shit you not. Das kann doch nicht sein. Hier muss doch der Blasenhelm noch irgendwo sein. Nee, aber der ist nicht da. Hä?
Ich bin mir echt nicht mal sicher, ob es der richtige Spielstand ist, den ich hier geladen habe. Aber egal. Also ich meine, wir hatten das gemacht. Ich meine, wir hatten den Bla... Und auch den Koi-Helm. Das hatten wir alles gemacht. Aber frag mich nicht, wo das hin ist. Also wenn ich mir bei einer Sache relativ sicher bin, dann dass ich diese ganzen Sachen gemacht habe. Oh. Wie viel? Einmal durch, schnell. Ich will nur meine Sachen holen. Wenigstens bin ich nicht im Labor gestorben. Wir merken uns mal am besten, dass wir, wenn wir tauchen, vorher nochmal Luft holen sollten, auf jeden Fall. Wenn wir in das Labor reintauchen. Hä? Seit wann machen die denn Schattenboxen, die Dinger? Okay, lauf, 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 lauf. Nein, ich häng fest. Waren hier nicht die Spinnen? Oh Gott. Ich bin, glaube ich, ein bisschen weit rechts gelaufen gerade. Ich sollte mir abgewöhnen, den direkten Weg zu laufen. Ach, hier sind die Wanzen. Nein, nein, nein. Ich will von euch gar nichts. Lasst mich in Ruhe. Kong, badabang, 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 badabang. Nicht mehr weit. Warum nehme ich eigentlich nicht meine Rutsche? Ja. Gute Frage. Nächste Frage. Warum macht der Spielbär das eigentlich nicht? Herr Spielbär. Sie müssen erstmal wieder richtig warm werden in Grounded. Immer noch. Na, mal gucken. Kriegen wir alles hin. Jetzt erstmal das Zeug holen. Wenn ich angekommen bin, muss ich erstmal einen Happen essen hier. Das ganze Gerenne. Das ganze Hin- und Her-Gerenne hier. Das macht hungrig. Die Nacht ist aber auch schon ganz schön lang in Grounded. Das muss man auch mal sagen. Ey. Aber, warte. Hier, ich esse das jetzt. Schön mit dem Knubbel noch im Mund. Also, Leute, ganz ehrlich. Wenn ihr wisst, wo es Glühwürmchen gibt, spoilert mich ruhig. Wenn ihr es nicht schon getan habt. Weil, ganz ehrlich, ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, wo die sein sollen. Vielleicht muss ich dazu auch den Experimental-Modus spielen. Man weiß es nicht. Vielleicht gibt es das ja gar nicht in dem normalen Modus hier. Noch nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die sind. Irgendwie glaube, wenn ich meine Hände frei habe, dann kann ich, glaube ich, schneller schwimmen. Ne? So war das, genau. Jetzt schnappe ich mir erstmal hier mein Zeug. Was war das nochmal? Alles nehmen, genau. So, jetzt gehe ich nochmal hoch. Jetzt atmen wir nochmal und dann gehen wir nochmal rein in das Labor. Ich will wissen, was da ist. Ich will wissen, ob es da irgendwas Wichtiges drin gibt. Mann, nun spring halt auf die blöde Dings drauf. Ach, er ist so doof. Okay, egal. Runter. Runter, runter, runter. So, wo war denn das jetzt nochmal? Ich bin hier gestorben. Ich bin doch direkt am Labor gestorben, oder nicht? Oder hat die Tasche sich bewegt seitdem? Nee, Moment, hier ist es, genau. Jetzt nochmal auftauchen. Jetzt müssen wir nochmal auftauchen. Wir wollen ja hier auch möglichst lange da drin verweilen. War da nicht sogar auch... Hier, guck mal, hier sind doch diese Bläschen. Da kann ich doch auch mal eben mich... Hier, guck mal, wenn wir hier einfach mal... Genau. Dann kriege ich ja wieder neuen Sauerstoff. Genau, und hier ist jetzt ja das Ding... Es wäre halt mega praktisch, wenn es in dem Labor irgendwo eine Luftblase gäbe, wo man mal ein bisschen nuckeln könnte. So, jetzt schnell gucken. Da geht's nicht weiter. Aus dem Weg. Hier geht's nicht rein. Hier geht's lang. Raw Science. Ja gut, aber das bringt mir nichts. Nicht wirklich. Ja doch, aber ich muss, glaube ich, eher da rein. Was? Versperrt. Ja, da darf ich nicht rein. Und darf ich da nicht rein? So, jetzt schnell raus. Los. Offensichtlich... Oh, scheiße, der Karpfen. Offensichtlich geht's da... nicht wirklich weiter rein. Also, man muss da irgendwie die Tür aufmachen können bei diesem roten Licht. Aber er fand den Schalter nicht. Ah, es wird hell. Also ich würde ja gerne nochmal in die Hauptunterwasserbase. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Oder ich muss nochmal zurück in die Heckenbasis. Das kann ja sein. Vielleicht hängen die Dinger jetzt mehr zusammen miteinander.
Oder die Location im vergifteten Bereich. Da gab es ja auch einen Zugang zu einer Basis. Vielleicht ist der jetzt ja zugänglich. Aber vielleicht muss man dafür auch erstmal nochmal in die Heckenbasis rein. Fragen über Fragen, ne? Wenn ich das alles nur wüsste. Ich will jetzt nochmal ins Labor unten. Muss nur nochmal gucken, wo das jetzt nochmal genau war. Irgendwo gab es da den Zugang da unten. Irgendwo hier unter mir war das. Wo ist denn der Karpfen? Der ist gerade da hinten. Oh Gott, der kommt auf mich zu. Scheiße. Jetzt schnell nach unten. Schnell erstmal abtauchen und... Oh nein, nicht die Viecher auch noch. Kong bada bong bada hongo. Da, wo der Schlauch reingeht, war das. Oder? Hier müsste doch irgendwo der T-Rex sein. Hier. Da kann ich ja auch wieder Luft ziehen. Hier, wo die Blasen rauskommen, warte. Blubber nochmal. Ha, erkunde die Tiefe, genau. Saubior. Jetzt sag bitte, dass das noch offen ist. Aber ich weiß ja jetzt, wie ich es aufmachen kann. Jetzt erstmal hier wieder Luft ziehen. Genau. Sehr schön. So, jetzt schwimmen wir mal hier lang. Und hier gab es ja diese Ventilatoren. Jetzt muss ich mal gucken, ob das noch offen ist alles. Oder ob das nicht offen ist. Ob man das jetzt nochmal machen muss. Ich fürchte fast... Ja, ist zu. Okay, wir müssen es nochmal machen. Dann schnell jetzt. Regler drehen? Wie? Das geht nicht. Nicht euer Ernst jetzt. Das ist nicht euer Ernst. Muss ich die in der richtigen Reihenfolge machen? Ah, nee, warte mal. Das ist hier aber neu jetzt. Scheiße, bringt mir das überhaupt was? Bitte sag mir, dass man hier oben atmen kann. Hier muss doch irgendwo eine Luftblase sein. Los. Oh Gott sei Dank. Hä, seit wann kommt man denn jetzt hier so rein? Okay, das ist wirklich alles anders irgendwie. Ah, krass. Energieleitungssteuerung. Ah, schalte alle Sicherungen an. Ich bin hier im Jurassic Park offensichtlich und das System wurde neu gestartet. Neues. Caution. Low Voltage? Okay. Nice. Ja, dann weißt du Bescheid. Das ist aber anders als früher, definitiv. Oh nein, warte. Deswegen war ich in einer geschlossenen Sphäre gespawnt. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Jetzt ergibt hier alles... Ah, guck mal. Hamstest. Was? Hamstest, Tag 15. Keine Veränderung zur letzten Woche. Aber ich glaube, wir sind hier etwas auf der Spur und ich habe eine Idee. Ich wachte heute Morgen schweißgebadet auf und dachte an diese frenetische Energie, die die Fitnesswerbung vor den Samstagmorgen-Cartoons der Kinder immer ausstrahlte. Diese glänzend schwitzige, über Muskeln gespannte Haut, die irgendeine triviale Erfindung bewarb, während heißes Blut die Adern anschwellen ließ. Irgendwie tönt mich das ein bisschen an. Aber so sehr ich mich darüber geärgert habe, diese Bewegung, diese Spannung, die fehlt. Unsere kleinen Kohle... sollen keine Trauerklöße werden, sondern brauchen Training. Mit dieser Inspiration haben wir uns zugegebenermaßen gewagten Prozedur für Generation 2 zugewandt, Gefäßverschmelzung. Zum Zeitpunkt dieser Dokumentation haben wir bereits den hinderlichen Stamm aus dem Wachstumsprozess entfernt. Damit sind die Knospen jetzt auf ein neues System angewiesen. Ich habe Burglar diese unnötige Arterie aus dem guten alten Blinddarm entfernen lassen und habe sie jetzt in die Kohlwurzel eingefügt, um mit Agarkleber die Nährstoffdarreichungssysteme von Mensch und Pflanze sind schließlich nicht so unterschiedlich, aber können sie derart kompatibel sein. Was macht er denn da für Experimente? Ist ein bisschen krank. Ein bisschen gruselig ist es ja schon. Aber warte mal. Ich kann hier schlafen? Okay. Hier kann man irgendwie... Hier geht es scheinbar irgendwie auf. Guck mal, das sieht aus wie eine Tür. Hier darf ich nicht rein. Da ist versperrt. Kann ich hier irgendwo was drücken noch?
Mach mal hier dieses Overlay aus. Nee, ich kann hier nichts drücken. Was ist denn das hier? Ah, jetzt muss ich, glaube ich, die Dinger aktivieren. Kann das sein? Ja, ich glaube, doch, doch, doch. Jetzt muss ich wieder raus. Also wieder nach unten. Hier gibt es ein Lager. Das ist sehr cool eigentlich. Jetzt muss ich wieder die Knöpfe drücken. Oh, hoffentlich reicht das vom Sauerstoff her. So, jetzt schnell erst den da. Komm, 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 zieh. Ja, jetzt haben die nämlich Strom. Guck mal, jetzt leuchten die nämlich. Sehr nice. Aber ich glaube, ich atme nochmal sicherheitshalber jetzt. Lieber nach jeder Aktivierung nochmal atmen. Na, guck mal, es ist nur noch 44 Sekunden. Ich glaube, ich sterb sonst. Das ist ein ganz schön weiter Weg hier raus. Aus dem Wasser. Lieber hier nochmal kurz Luft ziehen. Ja, guck mal, wie weit das hier noch ist, bis man da rauskommt, ey. Genau, schön nochmal atmen. Nimm mal den Schwengel hier aus der Hand, dann bist du schneller unterwegs. Genau, guck mal, der schwimmt da schneller, weil er mit beiden Händen schwimmt. Wir müssen uns mal da aus dem Lager bedienen. Ich fände es ja auch irgendwie geil, wenn das Wasser irgendwie so ein bisschen auch abgepumpt werden würde irgendwann. So, hier war ja auch noch so ein Ding gewesen. Moment mal. Irgendwo hier war doch so ein Ding. Ist der... Der ist da drin. Oh Gott, da muss ich durchtauchen. Ach du Scheiße. Warte mal, aber war noch einer irgendwo. War das Scheißding denn? Da war doch noch einer. Das haben die geändert, ey. Die haben die woanders hingepackt. Ey, shit you not. Da! Oh, schaffe ich das noch? Ach, kacke! Nee, da muss ich jetzt durch. Dann lieber mal kurz sterben noch. Dann lieber mal ganz kurz krepieren. Das schaffe ich nicht mehr zurück jetzt. Das schaffe ich nicht mehr. Aber ich kriege... Mein Atemgerät behalte ich ja, wenn ich sterbe. Scheiße, ich hätte mal an dem Bett da hätte ich einen Spawnpunkt setzen sollen, ich Depp. Ach, das habe ich vergessen. Kacke. Ich habe vergessen, dass das geht. Mist. Ja, dann sterbe ich wohl jetzt. Schön weit unten, genau. Herrlich. Ach Mann, warum habe ich denn keinen Spawnpunkt gesetzt? Oh, ich hätte doch da gleich spawnen können. Scheiße. Ja, ist okay. Ja, ja, ich weiß schon, wie alle den Bildschirm anschreien. Ja, es tut mir leid. Ich habe das in dem Moment, ist es mir jetzt auch eingefallen. Ach Mann. Ja, man kann ja Spawnpunkte setzen am Bett. Ach Mann, aber jedes Game macht es halt auch anders immer. Es müsste halt immer so eine Erinnerung kommen, bevor man irgendein gefährliches Gebiet betritt. Vergiss nicht, deinen Spawnpunkt zu setzen. Für Leute, die das einmal alle paar Monate spielen, wenn wieder ein neues Update raus ist. Verdammt nochmal. Ja, jetzt wissen wir ja Bescheid. Wenigstens ist es jetzt nicht mehr so sackig, dass man alles verloren hat, sondern jetzt hat man wenigstens noch hier die Grundausrüstung noch dabei. Immerhin. Das ist immerhin etwas. Aber habe ich Schaden gekriegt von der Rüstung? Guck mal, meine Rüstung hat Schaden genommen. Ich habe die doch erst repariert. Kann das sein, dass die immer jetzt Schaden nimmt als Strafe, wenn man stirbt? Weil ich habe ja nicht wirklich gekämpft. Die kann ja eigentlich gar nicht so viel Schaden gekriegt haben. So vom... So vom wegen, ich werde verdroschen oder so, ne? Kann eigentlich nicht sein. Das ist vom Sterben. Das ist ja, aber ich meine, das ist eine interessante Strafe. Da tausche ich dann halt Rüstungshaltbarkeit gegen, ja, einen Freitod ein, sozusagen. Und kann dann nochmal einsteigen, dann, ja. Ist okay. Kann man machen. So, jetzt darf ich ja nicht direkt zum Rucksack rennen. Ich muss ja erstmal dahin tauchen jetzt auch wieder. Blöderweise. Aber wenigstens ist es jetzt Tag. Und darf ich mal sagen, wir haben immer noch kein Glühwürmchen gesehen. Ich fühle mich ein bisschen hinters Glühlicht geführt, fühle ich mich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Das kann doch nicht sein. Also wir sind jetzt 3 Nächte hier schon gewesen in dem Spiel und ich habe nicht ein Glühwürmchen gesehen. Da stimmt doch was nicht. Ich sag euch, die sind irgendwo versteckt. In irgendeiner Glühwürmchenhöhle oder so gibt es die wahrscheinlich nur. Oder man muss mega viel Schwein haben, bevor man die entdeckt.
Hier nochmal nuckeln, genau. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo ist denn jetzt nochmal der Eingang hier? Hier, nee, jetzt bin ich zu weit. Da müssen wir runter, glaube ich. Erstmal nochmal atmen. Hier müssen wir runter, genau. Das haben sie aber auch kleiner gemacht, oder? Hier dieses Loch, das war doch auch mal größer gewesen. Da ist auch Raw Science noch irgendwo. Ich muss aber auch echt bei dieser Unterwasser-Szenerie hier, ne? Ich muss so hart an Mario 64 denken irgendwie, wie man dann noch so zu diesen Blasen schwimmt. Und sich dann da so aufatmet, so. Das ist so voll Mario 64. Irgendwie. Also, da habe ich so nostalgische Flashbacks irgendwie. Nostalgische Flashbacks. So, jetzt setze ich erstmal den Spawnpunkt. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir da unten reinkommen zu dem letzten Ding. Aber das ist jetzt auf jeden Fall geiler, dass das schwerer ist. Das war nämlich viel zu einfach, eigentlich. Ja, zugegeben, beim letzten Mal habe ich es auch nicht gerafft, wie es geht. Aber ich muss sagen, ich finde das so irgendwie geiler, wie es jetzt ist. Haben sie sich was Schönes ausgedacht hierfür. Was Schönes, Fieses vor allem auch. So, jetzt setzen wir hier einen Spawnpunkt. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. So, Respawn setzen. Genau. Geil. So. Und jetzt schauen wir mal, dass wir beim nächsten Mal unser Zeug wiederholen und den letzten Schalter aktivieren. An der Stelle ist diese Folge Grounded auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Grounded, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Grounded. Bis dann, ciao, ciao.